Seid willkommen zu Wounds of Madness. Ja, einem der ersten Horror-Games überhaupt auf meinem Kanal. Ich hatte mal Lust, bei dieser Art von Spielen mir ja anzusehen. Und ja, ich hoffe mal, euch gefällt's. Ihr habt ebenso Lust. Es gibt hier einiges zu entdecken, einige Aufgaben zu lösen. Es gibt Rätsel zu lösen, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe mich vorher nicht gespoilert. Ich weiß nichts von dem Spiel. Ich weiß nicht mal, was hinter dieser ersten Tür ist. Ich weiß nur, wir sind gerade in diesem Bett aufgewacht und das war es auch schon. Laut Steam-Beschreibung sind wir ein Ingenieur und müssen wohl die Station hier am Laufen halten. Unser Team, das ist noch nicht vom Außeneinsatz zurückgekehrt. Und ja, die Ablösung ist halt unterwegs. Gut, so viel zum Spiel. Mehr kann ich euch jetzt gar nicht sagen, denn Menü habe ich jetzt noch nicht entdeckt. Lediglich, ja, vor, zurück, rechts, links, können wir laufen. Und ich hoffe mal, dass es noch ein Tutorial gibt, dass wir noch hier eine schöne Einführung in das Spiel bekommen werden. Und da würde ich sagen, dann geht's los. Schauen wir mal, wie es außerhalb unseres Quartiers aussieht. Sehr düster. Hello? Anyone there? What the hell happened here? Ah, okay, eine Taschenlampe. Ja, das. Das hilft doch schon mal enorm weiter. Okay, so, da haben wir schon mal eine Taschenlampe gefunden. Jetzt müssen wir schauen, wo wir lang gehen. Ich weiß es absolut nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jetzt so viel erzählen sollte oder ob ich einfach die Spannung durch nichts sagen vielleicht noch etwas steigern kann. Sieht schon mal gar nicht gut aus. Kaputt. Geht nicht auf. Ich sehe auch keinerlei Lebensanzeige. Kann ich euch jetzt nicht mal sagen, ob man hier sterben kann oder wie das ganze Spiel funktioniert. Oh. Scheiße. Das ist doch schon etwas gruselig. Guckt es euch auf jeden Fall nachts an. Abends, wenn es schön dunkel ist, wenn ihr Ruhe habt. Ah, okay, seht ihr? Hier ist außen. Könnte jetzt die Außenschleuse sein. Raus wollen wir nicht. Jede Menge Krempel, Werkzeug, nehmen wir alles mit. Inventar hinzufügen. Haben wir vielleicht doch noch ein Inventar. Aufrichten. Okay, ich dachte jetzt aufheben.
schon wieder nicht weiter. Wir haben zwar ein Brecheisen. Ah, wartet mal, genau. Da gab es ja diese Tür, die kaputt war. Das war's hier mit unserer Taschenlampe. Wir bewegen uns auch total langsam. Hallo? Check the readings, but that may have been our biggest quake yet. Standard procedure. Newhart, you know what to do. If there's any critical damage to the base, let me know. Yeah, okay. No problem. Dr. Van Buren, you will assist me at the landing site for the Cyrano. Declan, you're on comms. Find any system issues, relay them to Shane. Aye, aye, Captain. Switch to a private frequency, Declan. No chatter on open channels. Over and out. Private channel time. What better way to start the day than assessing possible life-threatening damage from minor seismic activity? Beautiful. That's what I've been told. Gut. Ich würde sagen, das gehört erstmal zum Spielablauf. Dass wir hier wieder in unserem Zimmer neu aufwachen. Unser Ausweis. Brauchen wir wohl nicht. Inspizieren. Was haben wir hier? Ein Bild? I should memorize this. 0509. Wartet. Das muss ich mir notieren. Ich kann mir absolut keine Rätsel merken. So, notiert. Denk mal, den Code, irgendwo braucht man den. Schauen wir nochmal, was zeigt das Bild? Ja, uns. Okay. So, ein Brief von unserem Sohn, wie es aussieht. Etwas Marsgestein. Brauchen wir auch nicht. Naja, gut. Also. Viel rausgefunden haben wir jetzt nicht. Ich würde sagen, auf geht's. Was? Verschlossen? Und nun? Tu irgendwas mit dem Stein machen. Nee.
Können wir denn unseren Ausweis mitnehmen? Aufheben. Inventar hinzufügen, da haben wir es doch. So. Okay. Vielleicht klappt es jetzt. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Aber wir haben keine Eingabetastatur. Aber wir warten mal hier. Wir haben doch noch einen PC. So. Ah, da haben wir es doch schon. Tür und Riegel. Confirming my ID bypassed security for my room. Door is unlocked now. Okay, Tür und Riegel. Ausweis haben wir jetzt mitgenommen. Jetzt geht's los. Well, the rest of the team's out dusting the landing pad, and Dr. Volkova's apparently deep into her biocultivation duties. So, I guess that means you have the base all to yourself. And where are you? Once more, I venture into the great unknown, on duty at the satellite dish, and currently communicating, which is technically my job, kind of. Okay. So, was ist da rausgefallen? Spielzeug. Okay, Spielzeugrakete. Was haben wir hier? Ein Brief. Sicherheitsprotokoll. Ach, Mensch. Hab ich mich erschrocken. Hatte ich gar nicht mitgerechnet, dass die Tür jetzt aufgeht. What the hell? Hey, what's up with the lights? Yeah, getting some odd spikes in power as the batteries kick in. Hey, you just hang tight while I do your job for you, okay? No, have a coffee. No, really, take a load off. Ja, müssen wir schauen, ob wir jetzt neue Batterien finden. Hier gibt's ja gar nichts hier drin. Fitnessbude. Hier drücken. This sticky note about the witch. You like my drawing? I made it last night. Do I like poking fun at a shared paranoid delusion while everyone is tired and isolated from human contact on Mars? Okay, killer. Remind me not to talk to you before you've had your coffee. Genau. Erstmal ein Käffchen. So, was haben wir hier? Neue Taschenlampe. So, Tab, mein Tagebuch. Da ist nichts. Josie saw it in the lab on her way out. Told me to tell you. Better get it before you do anything else. Speaking of which, that should do it. I fixed the lounge door to the lab.
Neue Bilder für eine ID-Karte. Interessiert uns aber, denke ich mal, recht wenig. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir hier so alles machen können. Komischerweise ist jetzt nichts mehr zu sehen. Okay. Serious question time. When you get Earthside, are you going to ask Manticore for a raise? Na ja, brauchen wir schon mal. Funkgerät benutzen. You think if I ask, they'll give it to me? No. Ja, ob das vorhin ein Traum war. Jetzt sind wir ja dort, wo wir vorhin schon mal waren, aber ohne Schlingpflanzen. Hier ist wieder dieses Brecheisen. So, das nehmen wir wieder mit. Hier ging es vorhin nicht weiter. Und hier geht's. Ach, hier haben wir hier die roten Lampen. Hier geht es immer noch nicht weiter. There was a stuck door in the dream I had. It's not a book. It's just weird. Doug, you're forgetting the last three times something malfunctioned in this whole computer campsite. Oh man, jetzt sind wir wieder in diesem Bereich drin hier. Biogage. Puh, Kontrollpunkt erreicht. Naja. Good. I think there's a reset button somewhere. It's just my luck. I need to find something that can fit in there. Definitely, I found the bio gauge. Sure. Nehmen wir es mal mit. I need to reset it. Find something small and thin. A pen should work. System now. Just scan the servers with the biogauge. Okay, scanne, um dich mit dem Sicherheitsserver zu verbinden. Scannen. Wie scannen wir denn? Heran, wegzoomen, nach links, rechts navigieren, nach oben, unten navigieren, auswählen. Verlassen. Hier haben wir jetzt unser Inventar. Brecheisen, eine Taschenlampe, unseren Sicherheitsausweis. Unsere Ziele, scanne, um dich mit Sicherheitsserver zu verbinden. Scannen. Okay. Ah, so geht's. Rechte Maustaste klicken. Fehler. System neu starten? Ja. The quake probably knocked the panels out of alignment. This has been an ongoing issue.
I'll have to adjust the solar panels manually. Zur Solaranlage fahren. Okay. Ich muss mal schauen, dass wir noch einen Schutzanzug finden. Vertraulichkeitsvereinbarung. Haben wir jetzt alles? Haben wir alles mitgenommen? Ich glaube, hier waren wir noch nicht, oder? Oder so ein Sicherheitsprotokoll? Warte mal, ich habe diese Taschenlampe an. Ja, wir haben hier unseren Auftrag. Zur Solaranlage fahren. So, Luftschleuse. Ah, guckt. Müssen wir natürlich ausrüsten. Interagieren. Ach, interagieren ist einfach wieder absetzen. Okay, dann setzen wir wieder auf. Luft auffüllen. Haben wir denn eigentlich schon jetzt einen Anzug an? Das ist echt eine gute Frage. Ich würde sagen, ja. Sauerstoffniveau 100%. Okay, dann kommen wir ja raus jetzt. Solaranlage. Ist er das da hinten? Ich kann es nicht genau sehen. Jedenfalls sollten wir hier mit dem Gerät fahren und wir sollten ja mit. Sollten ja mit was fahren. Ja, zur Solaranlage gehen. Okay, gehen sollten wir. Ist das jetzt die Solaranlage? Zweifle ich. Aber ich sehe nichts weiter. Ist schade, dass wir jetzt keinen Marker haben, wo wir hin müssen. Wir können ja mal scannen. Vielleicht hilft das irgendwas.
doch mit dem Fahrzeug fahren. Ja, ah, okay. Dann ist das unser Marker. Ja, ihr merkt schon, man muss erstmal warm mit dem Spiel werden. Ich bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Oha, wir am Steuer. Das sieht gut aus, alles im grünen Bereich. Maschine starten. Zur Solaranlage. Ja, aber wo ist sie jetzt? Declan, I am buckled in and headed to the solar panel array. Well, now you've got nothing to do but listen. Ach, da fährt automatisch. Just when my migraine was starting to clear. I'm actually glad to have the Cyrano landed today. Some fresh faces, supplies, distractions. Everyone's so on edge lately. I don't know, maybe I'm just imagining it. These dreams are starting to get to me. And you're not the only one having strange dreams there, Ace. You too? Oh yeah. I mean, put yourself in my shoes. You log out after your shift, eat some rehydrated meatloaf, and walk down for the night. But the second you fall asleep, it feels like you're back at your desk and you hear the static again. Calibrate, more static, calibrate, then something sounds different, it's a pattern, you start decoding it, it's gibberish, but the static keeps talking. It wants you to hear the symbols. Yeah, and then I wake up and there's scribbled notes around it. Feels like I haven't slept at all. All right, I showed you mine, now lay it on me. Dreams, nightmares, fantasies, deepest, darkest fears. Let's hear it. Sorry, I just pulled up to the office. I'll have to get back to you on all that. Eh, suit yourself. The anticipation is killing me. Tja, da würde ich sagen, wir machen hier erstmal eine Pause. Erste Aufgabe haben wir erfüllt, zur Solaranlage fahren. Jetzt sollen wir die Energie der Basis wiederherstellen. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, ob es euch gefällt, ob ihr Lust drauf habt oder ob ihr sagt, ach nö, das ist nix. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst wieder. Macht's gut!